Auweia, mein Schädel. Ihr seid ja schon da. Moment. Musik an. Oh, nee, komm. Anderes Lied, anderes Lied, anderes Lied, anderes Lied. Viel zu laut. Oh, nee, komm. Auch. Ah, ist viel zu laut. Ah, besser, 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 besser. Zurück zum Spiel. Glück auf und oh, Vorhang auf. Was ist denn mit meinem Schädel? Das ist, als wenn da 100 kleine Kerle drin sitzen und mit dem Hammer gegen meine Schädeldecke schlagen. Das fühlt sich an wie nach einer Nacht in der roten Lola, wo wir nur vergorene Milch getrunken haben. Heieieieieieiei. Was ist denn bloß los? Ah, noch relativ früh am Morgen. Meine Knochen tun weh und ja. Ei, oh nee, hör auf. Das war eine Nacht. Ich kann mich überhaupt nicht richtig gerade machen. Was ist? Erstmal strecken. Was soll denn das? Naja, oh, unser Gast kommt heute. Unser Gast kommt heute, liebe Leute. Ja. Die soll ja nochmal am Nordtor sein. Ist ja noch recht früh. Ich sag mal den Bürgern Bescheid, sie sollen mir sagen, wenn sie sie vom Wachturm aus sehen, obwohl der Wachturm natürlich nie besetzt ist, dann sollen sie doch mal bitte Bescheid geben, ne? Da ist Hermann, das ist gut. Hermann, oh nee, oh. Nicht laufen, nicht laufen, lieber langsam gehen. Hermann, bleib doch mal stehen, Hermann. Geh mal auf den Wachturm und wenn der Gast kommt, dann bläst du ein Signalhorn ins nicht vorhandene, ne? Einfach. Ja, liebe Leute, wir sind wieder in Hundsgrab und ich fühle mich, als wenn ich 4, 5 Tage durchgeschlafen hätte. Mein Schädel brummt und ja, ich weiß auch nicht, irgendwas ist nicht ganz faul. Irgendwas, nee, nicht ganz faul, irgendwas ist faul. Im Staate Dänemark. Und auch im Staate Hundsgrab ist irgendwas faul. Ich gucke erstmal in die Post, denn ich habe einen Brief bekommen, glaube ich, von dem guten Svente. Genau, vom guten Svente. Der hat geschrieben, er hat mir eine Lieferung Pflastersteine gebracht. Die ist nicht da, aber meine Spitzhacke wäre im Briefkasten, dann ist die Lieferung Pflastersteine. Warum ist denn die im Briefkasten? Ich habe die doch nicht da reingelegt. Ja, okay, keine Post. Da ist noch ganz anderen viel Krustkrams drinne. Noch ein Buch von Zordern. Und das Buch von Joe Slow. Okay, das werde ich erstmal abheften. Der Fisch ist, glaube ich, auch noch von dem guten Joe. Und ich glaube, den werden wir uns gleich mal braten, denn bei so einem ordentlichen Kater, den ich ja anscheinend habe, ist so ein schöner gebratener Fisch. Ups, ich springe immer über meinen Schreibtisch. Macht er wahrscheinlich zu Hause auch. Einfach mal über den Schreibtisch springen. Okay, das von Joe Slow packen wir mal hier rein. In die Chroniken sozusagen. Die haben darin überhaupt nichts zu suchen. Na gut, die Tintendinger schon, die brauchen. Ach, das ist das Schreibkram. Na ja, natürlich. Das brauchen wir natürlich zum Schreiben. Ne? Tinte, ein Tintensack und eine Feder. Muss man immer dabei haben, wenn man mal schreiben will. Und hier haben wir noch 61 Bücher. Und hier ist noch ein Buch von Zordern. Lese Rumpel. Ah, das ist doch das Alte, okay. Alles klar. Dann packe ich das mal da rein. Oh, steht mir auch gerade nicht der Sinn nach irgendwelchen Büchern lesen oder geschäftlichen Sachen. Au. Ja, liebe Freunde. Wir waren das letzte Mal bei der Bogenanlage in Gang. Die werden wir jetzt allerdings nicht weitermachen, denn wir warten ja auf unseren Besuch. Was will ich hier eigentlich? Achso, ich wollte das Kram hier reinlegen. Und haben wir noch irgendwo ein bisschen Kohle? Wahrscheinlich im Ofen, ne? Im Ofen mag die Kohle sein. Da brate ich mir ein Fischelein. Ein schönes Fischlein brate ich mir. Ja. Da hinten machen wir gleich weiter. Ne? Da hinten bei der Bogenschießanlage. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Holz. Fichtenholz. Und dafür müssen wir. Das sieht auch alles ziemlich merkwürdig aus gerade hier. Wir haben ja noch ein bisschen Fichtenholz. Okay. Eine Axt haben wir auch noch. Wir haben zwei Spitzhacken. Ich glaube, die gute,
Die lasse ich erstmal hier, ne? Die lasse ich erstmal hier, genau. Ich wollte ja so eine Abenteuerkiste machen. Ah, ist der Fisch nicht bald fertig, sag mal? Doch. Ach, Gott sei Dank. Ich habe zwar noch keinen Hunger, aber kommt dann bestimmt. Der Hunger kommt beim Essen, sagt man ja auch immer so schön. Dann bringen wir jetzt erstmal hier die Kakaobohnen, die im Briefkasten lagen. Die bringen wir erstmal zu der Tante Emmy. Ist die hier irgendwo? Nö. Ach, die rote Lola. Hallo, rote Lola. Na, wie war die? War ich in der... Hier, hör mal zu. War ich zufällig in der roten Lola die letzten Tage? Kann das sein? Nein? Gar nicht? 3 Tage nicht? 3 Tage nicht gesehen. 3 Tage nicht gesehen. Ah, in der roten Lola wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, naja, gut. Kann ja mal passieren, ne? Dass man mal ein bisschen länger schläft, aber gleich 3 Tage. Und dieses merkwürdige Hämmern im Kopf, naja, okay. Dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit. Ups, die Tür ist offen. Pilzsuppe brauchen wir auf jeden Fall noch für die gute Molenia, wenn sie denn dann kommt. Aber noch hat Hermann kein Signal geblasen. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass er das Molenia noch nicht in Sicht... Molenia noch nicht in Sicht ist. Moment mal, das habe ich aber nicht gebaut. Bognerei, Gebrüder Blattschuss, GDFH. GDFH? Hallo? Soll das irgendwie ein Scherz sein? Wer ist GDFH? GDFH, GDFH? Das gibt's doch nicht. Da hat doch irgendwer hier weitergebaut. Ah, hier ist noch ein bisschen Kram von mir. Noch Kies und ein paar Sandsteine, okay. Die sind alle leer. Oh. Ja, das ist Kies. Habe ich eigentlich Eisen dabei? Nee, natürlich nicht. Ich brauche eine Schaufel. Ah, gehen wir mal kurz zu Volko. Aber also, hier geht es auch einen Weg hoch. Und der Weg war doch auch noch nicht da. Der hier. Und hier ist auch eine Gasse entstanden. Wer ist GDFH? Und, naja, gut. Wir schauen mal hier oben rein. Ah ja, oh, ja, ui, schön hell. Das ist genau das Richtige für eine Bognerei. Das gibt's doch gar nicht. Hier hat doch schon jemand Bögen gebaut. Und hier sind Bindfaden. Ja, passt. Federn. Okay. Und, Pfeilspitzen aus Feuerstein. Und Stöcke. Stöcke. Und ein Bogen. Und da, die Kiste ist noch frei. Ja, da kommt wahrscheinlich das Frühstück rein, oder? Das Werkzeug höchstwahrscheinlich. Ne? Die Äxte, mit denen sie die Bögen bauen. Ist ja auch klasse, ne? So eine filigrane Arbeit. Und dann kann man aber nur... also, ne? Ihr seht dann, hier steht dann der Bogenbauer. Und ja, wenn er jetzt sagt, wenn jetzt der Auftrag kommt, bau mal 3 Bögen. Dann macht er einfach hier, ne? Da bräuchten wir dann 9 Stickies, ne? Ganz klar. 9 Sticks. Und dann greift er mal eben hier rüber. Und da bräuchten wir auch wahrscheinlich 9 von den Seidendingern. So. Zack. Und dann kann er sich hier 9 Bögen bauen. Ganz klarer Fall. So. Und die kann auch aufteilen. Es geht natürlich relativ schnell. Ist also sozusagen Hochleistungsbetrieb. 1 Bogen ist fertig. Packt er sich dann so ins Inventar. Die bringen wir gleich nach unten, ne? Oh, welch schöne Stimme. Welch Schmaus für meine Ohren. Für meine leidgeplagten Ohren. Und schon haben wir 3 Bögen. Nigelnagelneu sozusagen. Die bringen wir jetzt mal runter zur Bogenschießanlage. Ja, da hat mir doch irgendwer die Arbeit abgenommen. Aber das ist doch noch nie vorgekommen. Ja, na gut. Ach, Mensch. Kies auf der Bogenschießanlage. Der gute Max Meissner hat geschrieben, ich soll die Ziele mit Redstone-Lampen machen, die aufleuchten, wenn man trifft. Also es wird 2 Bogenschützen geben. Also man kann, es könnte immer 2 schießen sozusagen. Oder auch 3. Da hinten kommen die Ziele hin. Lieber Matrix-Schlange, ich packe hier mal die Bögen rein. Pass mal auf. Erstmal hier 2 Bögen rein. Aber wir bauen natürlich auch Pfeile. Ich habe jetzt zwar noch ein paar dabei. Und den heben wir uns mal auf.
den packen wir uns einfach mal hier oben rein. Zack, damit man weiß, da sind Bögen drin. Ich muss aber mal pennen. Guckt euch das an, die Sonne geht schon wieder unter. Ach herrje. Und Malenia ist immer noch nicht da. Aber wenn ich meinen inneren Kalender trauen kann, dann sollte sie jetzt eigentlich schon da sein. Ich kann nicht schlafen, Was ist eigentlich hier bei Malkondo los? Alles voll Hühner. Junge, du musst mal hier, ne, aufräumen bei dir. Ist ja voll der Hühnerstall. Die kacken alles voll, Junge. Ja, und ihre ganzen Eier? Na, komm, lassen wir hier die Eier. Können wir nicht gebrauchen. So, alles schön verteilt und auf Wiedergesehen. Zack, Tür zu. Zeitarbeiter Malkondo, ja, ja. Ich hatte ja gefragt, was wir machen wollen. Ob wir... da hinten ist irgendwo Linde. Ob wir den Bahnhof bauen oder die Arena. Und noch ein paar andere Sachen hatte ich vorgeschlagen. Das Luftschiff ist natürlich auch noch immer so eine Sache. Und ja, die Arena wäre eigentlich schon so die erste Wahl. Zumindest von mir. Zumindest von mir. Zack, ich habe eine Arena weitergebaut. Ist es nicht klasse? Hier muss Sand hin. Hier kann der Weg dann nicht weitergehen für die Arena. Habe ich Sand dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Aber wir müssen sowieso erstmal gucken. Erstmal gucken, denn irgendwas geht ja merkwürdiges schon wieder vor hier in Hundsgrab. Dieser ruhelose, lange Schlaf, den ich hatte. Ruhelos war er nicht, ich habe ja sehr lange geruht. Und dann auch noch, hier, Agent 00 Ingolinde. Hast du was beobachtet hinten? Da, hinten? Wie, wo hinten? Naja, hier, Appelsruh, der neue Stadtteil. Da hinten in der Ecke, da ist ein Haus entstanden. Du weißt von nichts? Er weiß von nichts. Na, wenn der es nicht weiß. Moselbert. Nein, du weißt nichts von einem neuen Haus? Ich hab dir das noch gar nicht erzählt. Das hast du mir angesehen. Okay. Oh, sehr verdächtig irgendwie. Ey, ich muss mal Vater Abraham fragen, was das soll. Was das heißen kann, ne? Mal schauen. Der hängt bestimmt am Strand rum oder in der Roten Lola, wie ich ihn kenne. Und Hermann müssen wir nochmal fragen, was jetzt mit der Molenia ist. Wo die hin bleibt. Da ist Hermann schon mal zumindest. Heppa. Hier unser schöner Strand. Da wurde geschrieben, der Baum soll weg. Der arme Baum. Aber euer Wunsch ist mir natürlich, wie immer, Befehl. Und deshalb kommt der jetzt weg. Ne? Der Baum soll weg und das olle Huhn. Habt ihr gesagt. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, ne? Und das olle Huhn. Ich glaube, das Huhn ist sowieso schon getürmt. Das ist gar nicht mehr da auf dem Stamm. Und von daher, hinfort damit. Und du sowieso. Du bist ein dreckiger Klumpen und hast hier nichts zu suchen. Und wir haben jetzt ja dadurch, dass wir den Baum hier weggehauen haben, haben wir auch wieder ein paar Stämme. Und dann können wir hier schön... So, zack. Halt eins hoch. Nö, alles gut. Ah doch, alles schlecht. Das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Es wurde ja auch schon geschrieben. Gucken, was hier unten noch rumliegt. Ey. Ich wurde angesogen. Schnell hier reinretten. Upsi. Ach Mensch, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Und den Nether müssen wir auch. Naja. Oh, Brot. Und Tropensetzlinge. Ach, hier kommen wir gar nicht mehr raus. Da müssen wir jetzt tatsächlich hier wieder raus. Heppa, ich springe ins Nichts. Oh, ganz schöne Strömung hier unten. Das sieht man von oben gar nicht so. Komm genau an dieser Stelle wieder raus. Ist doch fantastisch. Eine Werkbank haben wir hier nirgends, glaube ich. Es sei denn, hier Oma. Tante Emmy, was ist los? Bist du am Party machen, ganz alleine? Wo ist denn der Rest? Und hier... Wolke, du bist doch Schmied, du bist doch kein Melonenverkäufer. Kannst du hier nicht Melonen verkaufen den ganzen Tag? Wo du eigentlich doch schmieden sollst. Ich wollte eigentlich mal bei dir vorbeikommen und mir eine schöne Schaufel holen. Ja. Ach hey. Und wo ist Vater Abraham? Da oben ist Del Piero, der hat immer noch keinen Job, weil er noch kein Künstleratelier hat. Was wir eigentlich auch mal bauen wollten. So, jetzt kommt hier oben auch eine Fackel rauf. Die Büsche da oben, die spawnen jetzt schon. Die Frage ist, wie kommen wir da oben hoch? Zu dem blöden Huhn.
Wie soll man da hinkommen? Muss ich mir was überlegen? Da muss ich mir was überlegen. Hackebeil. Ja, Hackebeil ist da, aber keine Spur von Vater Abraham. Naja, gut. Ingolin ist schon wieder der Agent. Der läuft uns in letzter Zeit ziemlich häufig über den Weg. Na, Tim? Wie geht's? Was? Du darfst nicht mit mir reden, wir hatten das gesagt. Moselbert? Warum? Moselbert und Jupp haben gesagt, du darfst nicht mit mir reden? Wir werden noch beobachtet. Hier gehen merkwürdige Dinge vor. Auf jeden Fall, irgendwas ist hier nicht ganz geheuer. Alter, da ist Hermann. Hermann wollten wir ja fragen. Der soll doch eigentlich auf dem Wachposten sein. Hier, Hermann. Bleib mal stehen. Bleibst du jetzt mal stehen? Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt. Ach so. Du warst die ganze Zeit. Die ist noch nicht in Sicht. Aha. Okay. Alles klar. Kümmern wir uns mal nicht weiter drum. Die Lieferung von dem Pflasterstein von dem guten Svente. Da wollten wir mal gucken. Er hatte gesagt, er hat uns Pflastersteine geliefert. Schauen wir mal, ob da wirklich welche sind. Die rote Lola steht jetzt da. Ist auch schön. Die wechseln sich da immer mal ab mit dem auf der kleinen Grasinsel stehen. Finde ich ganz nett. Hier ist auch die Tür offen. Waren wir das? Hier sind keine Pflastersteine. Hier sind keine Pflastersteine. In den Öfen vielleicht. Hier sind noch normale Steine. Und ganz wenig Kohle. Ganz wenig Kohle. Oi. Ja. Okay, hier haben wir Pflastersteine. Soll das die Lieferung sein? Wenn das die Lieferung ist, dann schreib's doch bitte mal. Lieber Sven. Dann schreib's doch bitte mal in die Kommentare. Ob das die richtige Lieferung ist. Und hier ist noch Eisen. Das können wir gleich nochmal schmelzen. Waren die etwa in der Mine aktiv? Meine Bürger, soll es tatsächlich so sein oder war einer von euch da? Ihr habt ja die Arbeiterwohnung da, seid aber noch nie zur Arbeit erschienen. Was ich natürlich anprangere. Okay. Okay. Ja, gut. Das Eisen wollte ich brennen, meine Güte. Da war doch Eisen in der Kiste. Da, Eisen und auch Gold. Zwei Gold, na gut, das ist jetzt, zwei Gold ist nicht so die Welt. Gucken, ob wir hier unten noch was haben. Wir unten noch was haben. Hier. Sechs Diamanten? Sechs Diamanten. Ja, ich guck mal ganz kurz. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Sechs Diamanten. Hier ist auch noch Pflasterstein. Das ist doch alles sehr schön. Das ist doch alles sehr schön. Und Kohle haben sie keine gefunden. Aber anscheinend, entweder die Bürger fangen jetzt an zu arbeiten, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Oder irgendetwas anderes geht hier vor. Was meint ihr, Leute? Was könnte das sein? So, das Eisen erstmal hier rein. Das sind 18, das ist nicht so viel, aber wir sind auch nicht mehr so reich an Eisen. Wir müssen bald mal wieder eine kleine, aber auch feine, ups, was macht der denn hier? Tour machen in die Höhlen. 18, 1, 2, 3, 4, so. Sollte reichen. Und das bisschen Gold, was wir hier eingesammelt haben, die 11, da brauchen wir maximal 1, 2, 3, so, 4. Naja, gut, reicht. Die Diamanten bringen wir mal schnell, in unsere Schatzkammer, ne? Auf jeden Fall. Ja. Die bringen wir in die Schatzkammer. Und dann machen wir uns an die Arbeit, denn wir können jetzt nicht warten. Vielleicht ist Millennia irgendwas dazwischen gekommen. Ihr wisst ja vielleicht, die muss durch eine richtig große Wüste latschen. Und, boah, 25. Hier sind auch noch meine ganzen tollen Sachen. Plünderung, Rückstoß und 25 Diamanten. Ja, wir sind schon recht vermögend, möchte ich sagen. Und wenn die Mine weiterhin so viele Diamanten hervorbringt, dann ist das auch gut. Dann werden wir bald die reichsten Menschen hier überhaupt sein, nicht wahr? Was wollte ich tun? Ich wollte Wolle holen. Rote Wolle für das Ziel und weiße Wolle. Ich weiß, ich hatte weiße Wolle. Ich hatte weiße Wolle geerntet von den Schafen, aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingepackt habe. Das ist das Problem.
Hier ist graue Wolle. Graue Wolle bringt uns jetzt nicht sehr viel. Orange und hier ist rote Wolle. Da brauchen wir aber eigentlich nur zwei von. Zwei, nämlich für das Ziel sozusagen, also für das Zielkreuz und vielleicht gelbe Wolle drumherum. Was haltet ihr davon? Dann nehmen wir die mal mit hier, die gelbe Wolle. Dann brauchen wir ein paar Zäune, also mehr als hier. Und dafür sollten wir vielleicht mal zu Hain gehen. Ja, würde ich sagen. Also ich kann mich jetzt um diese merkwürdigen Geschehnisse hier nicht mehr so wirklich kümmern, denn wir müssen natürlich vorankommen mit unserer Baustelle da hinten. Und da würde ich sagen, nehmen wir uns doch gleich, habe ich noch ein bisschen Platz, ja, ein bisschen Platz habe ich, nehmen wir uns doch gleich mal ein bisschen Sand mit und hier Sandstein, alles was wir so brauchen für die Arena. Denn die Arena, die werden wir als nächstes weiterbauen und es wird schon wieder Nacht. Und da würde ich sagen, haue ich mich mal in das Bett des Tagelöhners. In der Tagelöhnerbutze schön ins Bett gehauen. Ach ja, hier, ne, unsere ganzen Leute, die schon hier waren, die uns schon besucht haben als Tagelöhner. Ah, ich hoffe, ich schlafe nicht wieder so lange. Oh Gott. Bitte nicht. Nee, kein Hämmern, keine Schmerzen, alles gut. Diesmal, ja, war es wieder so eine normale, mini-kurze Nacht. Ja. Oh, hier ist ganz schön was los. Hier ein Hundsgrab, also im alten Stadtkern. Wir sind ja hier im alten Stadtkern. Für die, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, ne? Vielleicht sind ja ein paar neue dazugekommen. Das freut mich natürlich immer ungemein. Habe ich auch erst 1000 Mal erwähnt, dass mich sowas ungemein freut. 15 Zäune. 15 Zäune sollen reichen. Ein paar Schalter können wir uns schnitzen, denn wir haben noch genug dabei an Krabs. Ah, warte mal. Aber hier, wir haben noch Platten. Und davon würde ich gerne mal 2 mitnehmen. Und dann brauchen wir natürlich noch die Lampe. Haben wir noch... Moment. Kisten. 3 Kisten. Okay. Wir müssen nämlich natürlich da wieder eine neue Baustelle eröffnen. Ganz klar. Wir haben ja so wenig Baustellen in Hundsgrab. Da müssen wir gleich mal eine neue... Und das ist echt schick, oder? Also diese merkwürdige Gemeinschaft... Ja, Gemeinschaft könnte das heißen. Gemeinschaft der... FH. Keine Ahnung. Hundsgraber? Das haben nicht die Hundsgraber gebaut. Die haben noch nie was gemacht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Okay. Hier würde ja dann unsere Baustelle sozusagen weitergehen. Na? Und deshalb müssen wir uns hier irgendwo eine Baustellenkiste hinmachen. Wo stellen wir die hin, wo sie uns nicht stört? Hier bei Makondo an die Bude. Ach, da sind schon die ersten Zombies und klopfen da unten an die Tür. Ja, gut. Pass auf, wir packen die hier hin. Hier bei Makondo an die Bude. Da stört sie uns nicht. Also, lieber Makondo, ich will hier nicht deine Architektur verschindeln auch nicht. Sondern ich will hier eine neue Baustellenkiste machen. Das ist die Baustellenkiste für die Arena. Und da packen wir gleich mal alles so rein, was wir für die Arena brauchen. Das wird hauptsächlich Sandstein sein, denke ich mal. Und Gott sei Dank hat der gute Fabian ja ohne Ende Sandstein für uns abgebaut. Also, ne? Ich eröffne diese Baustelle hiermit feierlich. Die Bahn muss warten. Meistens wartet man ja auf die Bahn. Aber in diesem Fall muss die Bahn halt mal warten. Hier hinten wollte ich so einen Bogenfang hinmachen. Und den mache ich hier aus. Den weißen Stämmen. Genau. Ein Pfeilfang meine ich natürlich, nicht Bogenfang. Also es ist ja nun mal nicht so, dass man den Bogen wirft, ne? Das ist ja nicht der Zweck der Übung. Aber warte mal. Ja doch, so ein Pfeilfang in weiß, der setzt sich auch schön ab. Ja, da müssen wir den wahrscheinlich hier auf die ganze Breite machen. Und dadurch, dass das hier aus Stämmen ist... Ja, ich denke mal, so sollte reichen. Viel höher schießen die Leute doch nicht, oder? In so einen Pfeilfang rein? Nö. Und hiervor kämen dann die Ziele nämlich hin. Und da würde ich eigentlich ganz gerne... Habe ich Erde dabei? Ja, ich habe Erde dabei. Okay, auf welcher Höhe müsste ein Ziel sein? Wahrscheinlich auf 2. Weil auf 3 wäre zu hoch. Auf 3 wäre zu hoch. Auf 2 wäre ideal. Okay. So, und dann
würde hier unter wahrscheinlich ein gelber Block kommen. Ja, hätte ich auch jetzt keine Erde hinsetzen brauchen. Ja, habt ihr recht. Wo ihr recht habt, habt ihr auch manchmal recht. So. Und so. Und so. Ui, das wird aber eng. Und hier oben käme dann die Lampe drauf. Die ist ja auch so ein bisschen gelblich. Das würde ganz gut passen sogar. Und in die Mitte ein Schalter. Das heißt, wenn ich jetzt hier... es ist relativ eng. Muss ich schon sagen, hier mit den beiden Zielen sogar. Das ist gar nicht mal so komfortabel groß, aber es geht gerade noch so. Wir hätten also hier die beiden Ziele. Aber so kommen wir natürlich nicht mehr an die Pfeile ran. Heieiei. Wir können das nicht mit dem Geld machen, weil das sonst zu groß wird. Habe ich eine Schere dabei? Ich habe gar nichts dabei. Nicht mal eine olle Schere. Meine Güte. Dann machen wir es anders. Das geht so nicht. Man könnte die Ziele natürlich auch in verschiedenen Entfernungen hinstellen. Habe ich mir auch schon gedacht. Aber wir machen es erstmal so hier auf dieser Schießanlage. Denn wir haben ja... ja, leider keinen großen... Ja, Moment mal, wie machen wir das jetzt? Die können ja nicht so in der Luft hängen. Das geht ja nicht. Deshalb hatte ich ja die Zäune mitgenommen. Da wollte ich jetzt eigentlich so ein Gestell unterbauen. Genau. Ein Gestell. Und das können wir nur so machen. So. Und dann haben wir hier das Bogengestell mit den beiden Zielen. Genau. Dann, man muss ja noch hier hintergehen. Und die Pfeile, die man daneben geschossen hat, die muss man noch irgendwie aus den Brettern rausziehen können. Das sind also unsere Ziele. Und da kommen jetzt die Knöpfe drauf. Und oben kommen die Lampen drauf. Okay, alles also retour. Ich hatte nämlich erst vor, da so Klappen hinzumachen. Die sieht man nämlich auch am Tag, wisst ihr? Wir werden beides mal ausprobieren. Passt auf, wir probieren einfach beides aus. Meine Idee und die Idee von dem guten Max Meissner. Max Meissner. Wir werden einfach beides ausprobieren. Wir machen hier auf die eine, auf machen wir eine Klappe. Machen wir eine Klappe. Geht das? Ach, die kann man hier gar nicht dran bauen. Nee, so wollte ich das nicht. Ah, das geht sowieso nicht. Lieber Max, du hast gewonnen. Es geht sowieso nicht, was ich vorhatte. Von daher werden wir deine Idee definitiv übernehmen. Weil meine Idee war schlecht. Und gut, dass ich keinen Flammenbogen mehr habe. Oh, oh. Hätte ich bestimmt schon einiges in Brand gesteckt. Nee, dann rennen wir mal ganz kurz zum Powerplayer. Lieber Powerplayer, dein Einsatz bald, ne? Hier, Redstone und so. Müssen wir mal absprechen, wann wir das genau machen. Ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Der nächste Tagelöhner wäre also sozusagen dann gesetzt, liebe Freunde, aus dem Anlass, dass, ja, dass der Powerplayer halt unser Redstone-Elektriker ist. Ganz einfach. Und deshalb ist dieser Tagelöhner diesmal ein gesetzter Tagelöhner. Das wird nicht allzu häufig vorkommen, aber in diesem Fall, er wartet schon so lange darauf, endlich diese Arena, die er letztes Mal, als er da war, nicht vollenden konnte, fertig zu bauen. Da werden wir ihm einfach mal die Gelegenheit jetzt geben. Also wir reden nochmal drüber. Demnächst. Ah, ja, gut. Redstone Lamp Pen kommen hier oben drauf. Das können wir auch so machen, da brauchen wir nicht hochklettern. Zack. Oh. die kann man so abbauen, ne? Ja, kann man. Gott sei Dank. Ach ja, ist es nicht schön. Okay, hier eine drauf und hier eine drauf. Das sind unsere beiden Ziele. Das Hindernis kommt hier natürlich wieder weg. Ja, genau. Das Hindernis kommt da wieder weg und in der Mitte kommt ein Knopf. Aus der Mitte entspringt ein Knopf. Ist ja auch so eine alte Redensweisheit. Was will ich da? Und einen Knopf macht man ganz einfach so und so. Und wenn man das zweimal macht, hat man zwei Knöpfe. Muahaha. Okay, also, die Knöpfe kommen hier dran. Mir ist zwar nicht wohl bei zumute bei dem Gedanken. Okay, sollte funktionieren. Ja, funktioniert. Test. Test, Test, Test. Und jetzt werden wir es wirklich testen. Mit dem Bogen. Mit Pfeil und Bögen. Okay, die Entfernung ist schon ordentlich. Das sind über 20 Schritt, sage ich mal. Und ich schieße jetzt einfach mal.
Probe halber. Mal sehen, wie viel ich drüber halten muss. Okay, ich glaube... Ja, der war ein bisschen hoch. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich gar nicht so weit drüber halten. Ha, Treffer! Beim zweiten Schuss. Okay, ich schieße mal 5 Pfeile. Das war der dritte. Okay, ich habe einen angeschossen. Wenn das zu leicht ist, machen wir das noch anders. Nee, ist gar nicht so leicht. Oh, oh. Ich konzentriere mich gerade. Ich muss mal sehen, wo die landen. Alle ein bisschen hoch. Ich ziehe also jetzt hier knapp über die Lampe. Ja, der war, glaube ich, ein bisschen tief. Einen kleinen Tuck höher. Da! Okay, das gucken wir uns an. Das ist eigentlich recht cool, oder? Der steckt ganz klar drin. Und warum die Lampe angegangen ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja. Aber man muss... Gehen die wieder weg? Bleibt hier, liebe Pfeile. Okay, die Lampen gehen auch wieder aus. Total genial. Gefällt mir richtig gut. Man könnte natürlich noch ein Ziel jetzt hier oben hinsetzen. Wisst ihr, wie ich meine? Sozusagen, wir sind ja hier Rot-Gelb-Hundsgrab. Und da könnte man jetzt theoretisch sogar noch ein Ziel etwas höher setzen, um den Schwierigkeitsgrad noch etwas anzuziehen. Anzüglich zu machen. Könnte man hier noch einen draufsetzen. Oh, da nicht hin, sondern hier. Genau. Oh, es wird schon wieder dunkel. Oh, es wird Nacht, Senorita, und ich habe kein Quartier. Ich renne mal schnell zum Powerplayer. Denn wir brauchen sowieso noch eine Laterne. Tür zu machen. Feierabend im Bogenladen. Juhu. Da freut sich auch der Nachbar. Und schnell zum Powerplayer. Es ist schon verdammt duster. Ich hoffe, gleich kommen keine Monster. Ich nehme schon mal Schwert in die Hand. Ja. Zack. Und in den schönen Redstone-Laden ins Bett gekracht. Meine Güte, 32 Minuten. Das sollte nur eine Folge werden. Heiderlautz. Ja, so ist das. Ich mache die Lampe noch und dann wird es halt eine sehr lange Folge. Diese heutige. Mit einem Rätsel. Mit einem Rätsel. Und nämlich, wer das Haus da gebaut hat, ne? Und was die Abkürzung soll. Hier, GDFFH. Genossenschaft der freiwilligen Hundsgraber? Wohl kaum. Könnte aber passen. Könnte aber passen. Naja, wir werden es rauskriegen. Ich würde sagen, wir werden es rauskriegen, auf jeden Fall. Ich hätte natürlich auch gleich noch einen Schalter machen können. Das wäre schlau gewesen, lieber Bürgermeister. Ah, warte. Das können wir auch in der Tasche machen. Zack, schnell in der Tasche einen Schalter zusammengeprökelt. Das kennt er ja. Und ich habe alle neuen Laternen mitgenommen, naja. So, zack, vielleicht können wir noch ein paar mehr Ziele machen. Dann machen wir nämlich hier oben noch eins. Genau, da oben noch ein Ziel. Dann haben wir die in verschiedenen Höhen. Und die Erde hier da weg sieht ja nicht schön aus. Und dann haben wir hier unsere Zielbank sozusagen. Wir könnten theoretisch sogar noch... hier unten am Boden Ziele machen. Ah, ich will es natürlich auch nicht übertreiben. Ich übertreibe ja eigentlich nie. Und da wollen wir jetzt ja nicht mit anfangen, oder? Nee, ich glaube, das reicht erstmal. So, jetzt haben wir 3 Ziele. Ich werde nochmal auf das letzte schießen. Und dann werden wir uns mal aufmachen und die liebe Molenia suchen. Ne, die muss doch schon da sein. Wir werden ihr... Oh, ah, der war aber... Guck mal, knapp daneben ist auch vorbei. Hoho. Ah, so. Zack. Oh, nee. Voll aufgezogen und abgezogen. Daneben. Ich ziehe mal ein bisschen nach links, glaube ich. Vielleicht kommt der... Oh, da gehen alle 3 an. Okay. Da gehen alle 3 an. Ja, natürlich gehen alle 3 an. hopp. Pfeile eingesammelt. Das funktioniert alles wunderbar.
Für einen Bogenwettbewerb ist das ein Problem, da müsste der weg und die beiden äußeren. Das heißt, wenn man alleine schießt, kann man hier auf die mittleren schießen, wenn man, naja, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich packe jetzt hier meinen Bogen nicht in die Kiste, da sind ja schon welche drinnen. Aber ich packe mal ein paar Pfeile hin, falls mal wer vorbeikommt, dann kann er wenigstens ein bisschen üben. Das heißt, für Pfeile muss es eine Extra-Kiste geben, ne? Eine Köcherkiste. Und die müssten eigentlich dann hier drauf. Habe ich noch Kisten dabei? Moment. Moment. Hm. Ja, aber hier geht's auch, ne? Weil die würde sonst total im Weg sein. Ich packe hier einfach mal Pfeile rein. Ich werde mir neue besorgen. Und ich habe keinen einzigen verschossen. Ist das nicht klasse? Ich glaube, ich hatte nur 12 dabei. Hm, und hier in die Kiste packen wir eine Kiste. Ja, und hier mal die Laternen. Und dann werde ich jetzt mal gucken. Ich muss unbedingt wissen, wo diese Molenia geblieben ist. Hatte sich doch groß angekündigt hier in Hundsgrab. Oh, jetzt kann ich endlich meinen Fisch essen, den ich gleich zu Beginn der Folge essen wollte. Die jetzt schon 36 Minuten dauert. Oh Gott, viel zu lange. Ihr werdet mich steinigen, nicht wahr? Ihr werdet mich steinigen dafür. Aber außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Folgenlängen. Au, 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 au. Also mein Schädel hämmert immer noch ein bisschen. Aber es geht schon wieder. Ich habe mich erholt. Und wir gucken mal im Wachturm jetzt selber. Ich vertraue Hermann einfach nicht. Wir gucken jetzt selbst im Wachturm, ob wir die Molenia da irgendwo erblicken können. Wir sind ja schon noch nie hochgegangen. Kann das sein? Im Wachturm? Sind wir hier schon mal zusammen hochgegangen? Hm. Naja, dann machen wir es jetzt das erste Mal. Hier ist noch nicht viel. Ist noch nicht groß eingerichtet. So. Hier könnte noch wer wohnen, ne? Ist eigentlich eine schöne, schöne kleine Butze. Aber die Bürger haben da kein Interesse. Aber wir können noch höher. Ich brauche gar nicht jede Etage aussteigen. Ach ja. Und irgendwo muss die doch sein, die Molenia. Naja, ich sage erstmal, bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedergesehen.